Besser spät als nie ist auch bei uns endlich die limitierte Sonderedition zum Blu-ray-Release von Suicide Squad eingetroffen. Und diese Sonderedition enthält nämlich eine Sammlerfigur von Deadshot. Ja, also es gibt auch noch eine andere Edition mit Harley Quinn als Sammlerfigur. Und zudem gibt es ja auch noch ein exklusives Mediabook bzw. Digibook mit 64 Seiten. Ja, das Ganze enthält natürlich auch die 3D-Blu-ray, die halt den Kinocut enthält, und die Standard-Blu-ray mit dem Extended-Cut. Exklusive Extras, wie zum Beispiel die Task Force X, ein Team, eine Mission. Ja, das Featurette Stärke und Schnelligkeit des Teams. Dann noch ein Featurette zu Joker und Harley, dem Traumpärchen der Unterwelt. Ein Faktencheck, verpatzte Szenen und vieles mehr. Ja, ansonsten haben wir ja noch eine Information zu Digital HD, also dem Ultraviolet Code, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich auch noch, was man alles benötigt, um die 3D-Version sehen zu können. Ja, das ganze Paket ist recht groß. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal von allen Seiten. Also insgesamt bekommt man da quasi sämtliche Versionen des Films, bis auf eine. Und das ist halt die hier, ne? Also die Ultra HD Blu-ray. Das ist die einzige, die dem Package nicht beiliegt. Gut, packen wir das Ganze mal aus. Ja, das Infosheet lässt sich übrigens auch entfernen. Und dahinter befindet sich einfach bloß eine große Farbfläche. So, und als erstes springt mir erstmal das Digibook entgegen. Ja, was schon mal sehr cool aussieht. Ja, und auch noch ein Lentikularbild vorne drauf hat. Ja, und das sieht auch richtig klasse aus. Also besonders, wenn man es bewegt. Ne, weil die Icons halt auf verschiedenen 3D-Ebenen sind. Ja, und es ist auch ein sehr breites Digibook. Hier hinten nochmal das Logo der Suicide Squad, beziehungsweise der Strafanstalt Bereave. Ja, und innen drin die drei Discs. Und natürlich die Mediabook-Seiten. Ja, es ist halt so ähnlich wie bei der Superman- und der Batman-Statue. Also wir erinnern uns an Batman vs. Superman. Da war ein ähnliches Mediabook dabei. Und da gab es halt ein zweigeteiltes Bild, also einmal mit Superman, einmal mit Batman, was gewechselt hat, je nachdem aus welchem Blickwinkel man es angeschaut hat. Und hier ist es halt eher so dieser 3D-Effekt. Ja, das fühlt sich auch sehr hochwertig an. Das ist halt ein Hardcover-Band. Mit einer matten Oberfläche. Und als erstes ist da erstmal die 3D Blu-ray. Ups. Ja. So, mal gucken uns das mal an. Naja, die bösesten der Bösen. Also da habe ich natürlich schon finstere Gesellen im Kino erlebt. Ja, Harley Quinn und Deadshot.
Zweifelsohne die beiden Stars des Films. Das beste Make-up hat natürlich Killer Croc. Der hat aber auch am wenigsten zu sagen, ist quasi einfach bloß Schmuck im Film. Captain Boomerang hat nicht nur einen bescheuerten Namen, sondern ist auch generell irgendwie komplett überflüssig mit seinem Boomerang. Slipknot. Naja, ist auch nicht so oft zu sehen. Ja, generell ist alles sehr düster. Ja, die Artworks vom Incubus. Also ich kann mich noch erinnern, wie sie alle gerätselt haben im Vorfeld, also bevor der Film in die Kinos kam, wer jetzt der Bösewicht ist. Das war natürlich interessant. Ja, die komischen Blubber-Zombies. Und natürlich Jared Leto als der Joker. Ja, ich denke, der wird auf jeden Fall im Harlequin-Film nochmal einen größeren Auftritt haben. Irgendwo die Schergen des Jokers. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass Suicide Squad ein Joker-Film ist. Also das wäre zu viel des Guten. Im Mittelpunkt sollten ja dennoch die ganzen Suicide Squadler stehen. So, jetzt haben wir hier die Kinofassung auf Blu-ray. Und noch einmal extra den Extended Cut auf Blu-ray. Ja, so viel dazu. Okay, kommen wir jetzt zum Hauptgericht. Das ist die Deadshot-Figur. Ja, die ist relativ groß. Und die muss auch erstmal zusammengebaut werden. Ne? Also fehlt zumindest der linke Arm. Und auf die Bodenplatte, die er da rechts sieht, muss er erstmal angebracht werden. So, schauen wir uns erstmal die Einzelteile an. Also das hier ist die Bodenplatte. Ja, die ist relativ schwer. Die ist auch sehr schön bedruckt mit dem Logo von Deadshot. Hier sieht man noch meine Fingerabdrücke. So, dann haben wir hier den Schussarm. Ja, das ist auch relativ filigran und ja, kann halt einfach angesteckt werden. I am the light. Und das hier ist die Figur, die wirklich sehr schwer wiegt, also die wirklich recht schwer in der Hand liegt und auch sehr filigran ist. Das Ganze kostet übrigens 150 Euro. Ja, und wenn man sich die Figur so anschaut, dann ist der Preis absolut berechtigt. So, hier unten kann man dann die Figur in die Platte stecken. So, jetzt ist es fest. So, und hier am Arm kann man dann eben die Erweiterung reinstecken. So. Und es hält. So, und fertig ist der Deadshot.
hast wirklich viele Details. An jedem Part, der hier angebaut wurde. Und da stimmt wirklich alles. Ja, also ich meine, wenn ich mir hier den Knieschutz zum Beispiel nochmal anschaue, sieht man auch die kleinen Nieten. Und ja, also derjenige, der das hier angemalt hat, der hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Auch die Schnallen des Knieschutzes, hier die Magazine. Ja, auf der anderen Seite haben wir jetzt hier nochmal eine extra Pistole, die golden schimmert. Und ich meine, selbst der Handschuh, ja, der weist so viele Details auf. Das ist echt der Hammer. Ja, oder auch die Panzerung. Die Panzerung wirkt recht metallisch. Ja, aber es ist alles das gleiche Material. Es wird bloß unterschiedlich angemalt. Und selbst am Kragen sieht man halt den Leitspruch von Deadshot, I'm the Light. Und auch der Visor. Oder auch die Maske, ja, also diese kleinen Maschen da in der Maske. Sehr, sehr schön ausgearbeitet. Wahnsinn. Ja, also die Figur, die... Also perfekter könnte die Figur eigentlich nicht gestaltet sein. Also jeder, der den Comic-Charakter mag, oder auch den Will Smith-Filmcharakter, der wird mit dieser Figur sehr, sehr zufrieden sein. Ja, selbst die Pose stimmt. Das ist halt eine ikonische Pose von Deadshot natürlich, der seine Opfer immer gerne ins Visier nimmt. Und auch die Stiefel, ja, wo sich nochmal extra Messer befinden. Beziehungsweise die natürlich auch originalgetreu übernommen wurden. Ja, selbst mit dem Profil, da wurde echt alles richtig gemacht. Wahnsinn. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen guten Start ins neue Jahr 2017 und wir sehen uns dann einfach im nächsten Unboxing. Bis dann, ciao, ciao.